Ganz zentral, direkt am Bahnhof, wurde in der Landeshauptstadt vor wenigen Monaten ein neuer Bildungsstandort gegründet. More Edu heißt es und bedeutet so viel wie More Education, also mehr Bildung. Die beiden Gründerinnen Anja Zacho und Ricarda Kletzin haben sich vorgenommen, ihren Beitrag zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit zu leisten. Selbst bei knapp 8% ist diese in Schwerin immer noch viel zu hoch. Qualifizierungsmaßnahmen sollen den Teilnehmern helfen, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Im August 2019 wurde der erste Kurs gestartet. Wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren in der Bildungsbranche, waren für verschiedene Arbeitgeber tätig und haben festgestellt, die Qualität, die wir gerne unseren Kunden, unseren Teilnehmern geben möchten, wurde teilweise nicht mehr so umgesetzt oder mit so viel Herzblut, wie wir das eigentlich möchten. Es war eine Entwicklung im Laufe der Jahre und wir haben uns im letzten Jahr im wahrsten Sinne des Wortes angeguckt und haben gesagt, das können wir auch alleine, und dann haben wir diesen Schritt gewagt. Am stärksten ist momentan der Weiterbildungskurs im Bereich Pflege besetzt. Nach 60 Tagen Präsenzunterricht und einem 30-tägigen Praktikum wird man dann zum Pflegeassistenten. Anja Zacho und Ricarda Kletzin sind oft und gerne selbst als Dozentinnen tätig. Neben der Gründlichkeit aller Kurse heißt es bei More Edu auch Kreativität und gute Laune. Und das hat natürlich einen wichtigen Grund. Viele Menschen, die aus Langzeitarbeitslosigkeit kommen, haben es schwer, am täglichen 8-stündigen Unterricht voll konzentriert teilzunehmen. Da ist viel Kreativität auch vom Dozententeam selbst erforderlich. Es ist so, dass wir in erster Linie auf unsere Fahne geschrieben haben, Präsenzunterricht. Das bedeutet, dass der Dozent im Klassenverband in kleinen Gruppen unterrichtet, weil wir einfach glauben, dass diese persönliche Nähe zu den Teilnehmern viel wichtiger ist als online-basierter Unterricht. Das Gute ist, dass Frau Kletzin und ich uns schon viele Jahre kennen, dass wir in unserer Arbeitsweise ziemlich ähnlich sind, dass wir aber charakterlich komplett unterschiedlich sind und jeder seine Vorlieben hat, und das funktioniert dadurch wunderbar. Maßnahmen von der Stange gibt es bei More Edu nicht. Menschen, die bei Anja Zacho und Ricarda Kletzin in die Ausbildung kommen, haben manchmal schwere Schicksalsschläge hinter sich. Lange Zeit ohne Arbeit und somit auch ohne ein vernünftiges Einkommen setzen einem auch kräftig zu. Intensive persönliche Gespräche und Coaching in kleinen Gruppen helfen, einen individuellen Zugang zu jedem zu finden. Die beiden Gründerinnen meistern auch diese Herausforderung mit Bravour. Wir unterstützen auch Arbeitgeber bei der Personalentwicklung. Das bedeutet, wir setzen uns mit Arbeitgebern zusammen und schauen, welche Mitarbeiter zum Beispiel durch eine Weiterbildung sich besser qualifizieren und innerhalb der Firma zum Beispiel aufsteigen können. Eigentlich ist es wirklich so, dass ich mich freue, jeden Tag aufzustehen, und ich freue mich, zur Arbeit zu gehen. Denn das ist das, was wir gemeinsam wollten, und das treibt mich jeden Tag an. Aufgrund der sehr guten Vernetzung von More Edu zu regionalen Arbeitgebern sind die Chancen der Teilnehmer auf einen Arbeitsplatz nach dem Abschluss des Kurses sehr hoch. Zusätzlich gibt es Hilfe beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen und bei der Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch.